Herzlich willkommen in der RC Werkstatt. Heute machen wir die Toyota GT1 Karo drauf. Ja, was ihr dafür braucht und was ich hier gemacht habe in diesem Video. Also fangen wir an. Ja, das ist die GT Karo für den Limitless bzw. Infraction. Ja, die Verarbeitung ist schon gut. Wobei die Oberfläche, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sieht, also man sieht auf jeden Fall Schleifspuren. Ich denke mal, die werden nach dem Lackieren nicht mehr so sichtlich sein, nicht mehr so sichtbar sein. Und damit wäre das auch schon okay. Aber da ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, hier ist ein Knick drin oder das ist halt ungenau. Das ist schon recht gut gearbeitet. Ich habe hier die 1,5 mm Variante. Die gibt es auch in 2 mm und in 1 mm. Ich habe mich für die anderthalber entschieden, weil die war verfügbar. Jetzt nicht aus Italien, sondern aus Österreich. Beim Manny's RC Shop. Da war sie verfügbar. Die in 2 mm hätte ich darauf warten müssen und ja, in solchen Sachen bin ich ein bisschen ungeduldig und deswegen habe ich mich für die 1,5er entschieden. Das ist schon recht stabil, also das reicht vollkommen aus. 1 mm denke ich wäre zu wenig, 2 mm wäre brutal stabil, aber das ist schon recht steif, also das sollte vollkommen ausreichen. Ich habe schon mal hier hinten das Teil ausgeschnitten, um es auf die Karo drauf zu packen. Die ersten Versuche, ich mache das immer Stück für Stück. Hier kommen normalerweise die Flügel, die Heckflügelhalterung raus. Das muss ich noch öffnen. Ich will den allerdings nicht nur hier festmachen, den Heckflügel, sondern der soll auch seitlich die Platten bekommen. Dafür müsste man den jetzt hier einschneiden, das will ich nicht machen. Deswegen werde ich erstmal andere Halter bauen, die dann halt hier rausgehen, hier dran vorbei und nach vorne. Ja, so viel zur Karo. Und jetzt kommen wir zum Auto. Da müssen wir auch noch ein bisschen was bearbeiten, verändern, damit wir da die Karo schön drauf montieren können. So, beim Limitless habe ich den Heckflügel schon abmontiert. Hier vorne ist die Halterung vom Infraction jetzt drin. Genauso wie dieser Schaumstoffhalter. Stoßstangenhalter. Der Teil ist auch vom Infraction. Den gibt es im Paket mit dem vorderen Stück. Das ist halt für den Limitless und den Infraction. Den haben wir ja schon drauf. Den brauchen wir nicht. Die Karo-Halter, die kommen hier im Dreier-Set. Und da kann man auch noch ein bisschen rumspielen. Der Versatz, das ist jetzt 32 mm. Ich habe den 20er genommen, der ist ein bisschen flacher. Der reicht für vorne vollkommen aus. Das ist, denke ich mal, der hintere. Den lasse ich allerdings hier weg. Der müsste eigentlich hier hinten drauf. Ich denke, beim Infraction ist das auch so. Aber ich werde den wohl mit diesen Haltern hier bauen und der kommt dann weg. So vorerst der Plan. Zu den Schrauben noch. Also ihr braucht hier 5 Schrauben, um das Ganze zu montieren. Hier braucht ihr 2x 3 mm mal 30er Schrauben, Linsenkopf oder ja auch Zylinderkopf würden auch noch gehen. Ich habe hier jetzt Senkkopf genommen, das ist nicht so optimal, aber das funktioniert im Notfall auch.
Ja, vorne die drei Schrauben. Der eine ist von hier geschraubt. Das reicht eine 3x10. Genauso wie hier außen. Die werden von unten verschraubt. Die Pinne, ja, ich weiß gar nicht mehr, wovon die sind. Ich glaube, die waren beim Limitless mit dabei. Ich könnte mich auch irren. Sind auf jeden Fall Armer. Die sollten auch noch gehen, wobei die Fläche hier schon ein bisschen stört. Das ist schon zu viel. Also die funktionieren ganz gut. Dann brauchen wir noch hier die zwei Schrauben, um die Pinne festzumachen. Das müssten 2,5 x 25er sein. Ich hatte jetzt nur die normalen da für die einzelnen Aufnahmen. Und habe hier jetzt so einen Pin aus dem Differential reingeschoben und mit der Schraube dann gekontert, da die Schraube sonst nicht so weit reingeht. Das würde im Notfall auch noch funktionieren. So, um die Karo da vernünftig drauf zu machen, muss das Auto tiefer gelegt werden. Ja, wenn der hoch steht, kommt die Karo da drauf und wir haben hier halt zwischen Kotflügel und Reifen ziemlich viel Luft. Ich versuche das mal zu zeigen. Ja, die Karo liegt ja hier schon auf und somit haben wir halt hier ja, etwas Spiel zwischen Radkasten und Reifen. Das heißt, der Wagen müsste tiefer. Damit das passt. Also so, ja, so wäre das natürlich schöner zum Fahren, aber so sieht es einfach cooler aus. Also werden wir den tiefer legen. So, mit dem Tieferlegen, das mache ich mir jetzt einfach. Ich schraube einfach die Ausfederwegbegrenzer rein und lege mir den damit tiefer. Ausfederweg beim Onroader kann ich mir sparen. Deswegen wähle ich jetzt die Variante. So, die erste Anprobe nach dem Tieferlegen, nach dem Einstellen. Ja. Radkästen, ja, das passt. Ich will die halt so tief wie möglich haben. Dafür muss ich die wohl hier vorne etwas kürzer machen, weil diese breite Lippe, das ist zu viel. Also wenn ich die stehen lasse und den nach der Karosse einstelle, dann werde ich das wohl hier mit den Reifen, dass die hier bündig in den Radhaus sind, nicht hinkriegen. Und deswegen werde ich die wahrscheinlich wohl komplett etwas tiefer abschneiden, etwas höher abschneiden, um dann tiefer zu kommen. So, Löcher gebohrt, draufgelegt, angezeichnet, durchgebohrt, ein bisschen weiter ausgeschnitten. Ich habe die jetzt flacher gemacht, da, ja, ich schätze mal 1 cm von abgenommen von der Frontpartie und genauso seitlich. So, Radkästen habe ich schon ausgeschnitten. Die schneide ich immer so grob aus und mache das dann nachher mit einem Dremel, mit so einer Schleifscheibe, dann ja, in schön. Beim Schneiden, ja, kann es natürlich passieren, dass man dann nach außen rutscht und oder so Ecken stehen lässt und dann die zu bearbeiten, finde ich mit dem Dremel einfacher wie mit der Schere. Deswegen, ja, mache ich das auf die Art. So, hinten habe ich auch ausgeschnitten. Das funktioniert ganz gut. Ja, und von der Tiefe her passt das jetzt auch. Ich schwenke mal die Kamera, damit ich das besser zeigen kann. Ja, so habe ich auf jeden Fall bündig die Räder mit den Radkasten und Federweg habe ich auch noch und die Räder kommen trotzdem noch nicht so da dran.
Gut, in der Kurve wird's kritisch, aber der ist so knüppelhart. Ich denke, das wird wohl reichen. Platz nach unten habe ich noch circa einen Zentimeter. Ja, das sollte eigentlich reichen. Gut, ich werde damit eh nicht da so wild fahren. Das ist nur so ein bisschen auf dem Parkplatz da hin und her brettern, ein paar Kurven ziehen. Das war's. Das sollte reichen. Ja, was mich da noch so ein bisschen gestört hat, ist die Form von den vorderen Splitter. Das passt ja mal gar nicht zu der Frontpartie. Deswegen habe ich mir was Neues gebaut, was dann eher der Frontpartie entspricht. So, ja. Und ja, das finde ich so schöner. Das ist hier, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Material das ist. Ich glaube, das müsste POM sein. Es geht aber auch PEHD. Das ist halt ein bisschen flexibler und das wird auch nicht kaputt gehen. Also der wird beim Einschlag auf jeden Fall brechen. Aber gut, dann wird ein neues produziert. Also das Originalmaterial ist auf jeden Fall ein bisschen flexibler und es bricht auch nicht. Das wird brechen beim Einschlag. Die gibt es im Baumarkt, im Obi oder so. Das ist eigentlich für Maurer, um diese Putzsachen, wie zum Beispiel zwischen den Fliesen, da den Putz zu glätten und so. Dafür ist das gedacht, aber das Zeug ist also super für einen Bumper zum Bauen. Ich habe hier halt drei Lagen übereinander geklebt. Am Ende habe ich es nochmal versaut, hier noch reingeschnitten. Ja, das ist mit Sprühkleber zusammengeklebt. Das hält auch ganz gut. Aber das weiß ich noch nicht. Vielleicht lasse ich den auch noch weg. So, dann kommen wir zum Heck, zum Thema Spoiler. Ja, mit dem Spoiler habe ich ein bisschen rumprobiert, hin und her. Ich habe einmal den Originalen drauf gemacht. Das war mir alles nicht so, ja, fand ich nicht so schön. Also habe ich mich entschlossen, da einen neuen Spoiler zu machen. Und das ist daraus geworden. Ich habe die Seitenteile dran geklebt, ja, mit Sekundenkleber und so ein Haftmittel, das ist PEHD, das kann man sehr schlecht kleben, da braucht man schon so ein Primer, um das zu kleben, ja, mal schauen, wie stabil das ist, ansonsten werde ich hier wohl auch noch einen Winkel dran machen, dass ich die Seitenteile drauf mache. Diese Biegung, diese Radius hier, da habe ich mir ein Rohr genommen, habe das draufgelegt, hier unten festgemacht, mit Schraubzwingen warm gemacht und um das Rohr gebogen. Ja, ganz simpel und ich finde, es ist recht okay geworden. Die Originalplatten gehen von hier aus hoch und das funktioniert bei dem Heck nicht. Jupp. Deswegen habe ich mir hier so ein Profil reingeschnitten und das passt dann auch hier zum Heck. Ja. So. Das funktioniert ganz gut und optisch bin ich da auch zufrieden mit. Also ja, so wird der erstmal fahren, sobald ich mich entschieden habe, welche Farbe ich nehme. Ja, jetzt fehlen eigentlich nur noch hier die Seiten. Da werde ich mir noch so Verlängerungen machen, wo die dann reinkommen, dass die hier geführt sind, da mir das hier so ein bisschen wabbelig ist. Wenn hier die Seiten fest sind, dann ist das angenehmer, finde ich.
aber vorerst fertig. Ja, und so sieht dann halt das Endergebnis aus. Ich bin ganz zufrieden mit den Spoiler. Das ist ja schon ganz okay geworden. Das sollte erstmal gut sein. Ja, Farbe weiß ich noch nicht. Ich habe da so eine Vorstellung von Perlweiß mit ja vielleicht ein bisschen Design noch dabei. Aber da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Ich weiß noch nicht. Vielleicht ändere ich das nochmal. Aber das mache ich in Ruhe. Ja, wenn ihr Ideen habt, Bilder habt, könnt ihr mir das gerne über die Facebook-Gruppe RC Werkstatt ja schicken. Ideen, Anregungen nehme ich gerne entgegen. Ich blende euch dann noch ein paar Bilder ein von dem Auto am Ende und sag schon mal ja tschüss und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt. Hallo.